Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jurassic World Evolution. Und wir sind heute zurück bei Isla Mataqueros. Und wir haben direkt eine Krankheit. Geil. Fängt schon sehr gut an. Aber wir haben hier Geld ohne Ende und uns geht's hier richtig gut. Also, so ist es nicht. Ich möchte aber hier gerne meinen Fortschritt natürlich weiter ausbauen, den wir jetzt bekommen haben. Und wir können sogar jetzt Expeditionen hier drüben machen. Das heißt, wir können hier das, was wir alles entdeckt haben, bereits weitermachen. Was eigentlich ganz geil ist, muss ich sagen. Da müssen wir es drüben nicht machen. Und wir brauchen unser Serienzentrum, Forschungszentrum, ACU, Expeditionszentrum. Kleines Kraftwerk, Ranger-Team. Wieso habe ich hier. Achso. Das ist mein, ich lasse sie frei. Ich wollte gerade sagen, hey, was soll das denn? Kleines Kraftwerk. Habe ich mein Helikopter-Dingenskirchens? Doch, habe ich doch. Mein CO-Zentrum. Was wollte ich jetzt machen? Mit meiner Ranger-Station heilen. Genau, das war's. Ranger-Team. Aufgabe hinzufügen. Lege weitere Heilen. Aufgabe fest. So, wir haben irgendwo Tiere drin. Ja, stimmt. Ja. Hier. Ich dachte, ich sollte Dinos freilassen. Aber egal. Wir machen uns zwei Velociraptoren, modifizieren aber dessen Genom erstmal. Und zwar machen wir dem eine hübsche Wüstenfarbe. Dann Belastbarkeit. Heute haben wir hier Lebensfähigkeit. Geht ganz runter. So, ich weiß gar nicht mehr, was die Einzelnen hier gebracht haben. Es gibt im Park keine Erkältung. Okay, sehr schön. Was wollte ich hier machen? Ich wollte herausfinden, was die einzelnen Dinger nochmal brauchen. Ich weiß auch gar nicht mehr, was das bringt. Es stand doch irgendwo. Gute Verdauung. Intuitives Lernen. Oh, wir geben den intuitives Lernen, den Velociraptoren. Alter, ist das gut. So, Härte der Zähne, intuitives Lernen. Nochmal intuitives Lernen. Wir machen harte Zähne. Sollen ja richtig hart drauf sein. Habe ich das jetzt gemacht? Nein. Gehen anwenden. Okay, sehr schön. Hatten die das schon? So, und dann machen wir auf jeden Fall noch aggressives Verhalten. Ja, auf jeden Fall. So. Brüten wir mal zwei Velociraptoren aus, die ziemlich aggressiv sind, die ziemlich hart drauf sind und die höchstwahrscheinlich unsere Dinos hier angreifen. Das hört sich doch gut an. Forschung ansehen. Ja, jetzt können wir hier noch mehr forschen und alles. So, direkt mal hier forschen. Eine Ja. neue Gelegenheit hat sich aufgetan. Erforsche ich jetzt? Wir brauchen Bilder von unserem Werk hier. Mit diesem Auftrag werden Sie für diese belohnt. Sehen Sie Dinosaurierfoto sich im Wert um. von 5000. Und das Küchen. Ach, ist das schön. Endlich mal wieder hier zu sein. Nach all der Zeit, Freunde. Wieso habe ich da so einen komischen Balken über mir? Ach so, das ist die Karte. Ich habe das Gefühl, dass ich hier nicht lang fahren sollte. Wir tun es aber trotzdem. So, da sind meine Dinos. Easy geschafft. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Ich glaube, ich will es auch nicht wissen. Beschaffen Sie einen Sinoceraptor. Wo soll ich das denn herkriegen? Ihre Bilder waren optimal. Gut gemacht. So. Wir müssen hier noch einige schaffen. Ich würde sagen, wir bringen erstmal das Leichteste, das Unterste. Ne? Das fehlt uns sowieso noch. Ich tue, was ich kann, um Ihnen zu helfen. Tun Sie dasselbe für die Sicherheitsabteilung.
Was? Verhelfen Sie einem Dinosaurier zu 4 Kampfsiegen? Die Stärksten überleben. Gesetz der Natur. Und unsere Aufgabe, so können wir die Spreu von Weizen trennen, wobei uns der Weizen besonders interessiert. Uff. Egal, was der Grund dafür ist, aber dieses Verlangen, die Dinosaurier zu beherrschen, das ist unser Fehler. Wir brauchen ihr Vertrauen. Und sie gegeneinander aufzuhetzen, hilft uns dabei nicht. So, zweimal Ausbrütungstempo. Und natürlich Sicherheit für mehr. So geht das, Freunde. Jetzt werden wir hier erstmal alles upgraden, weil wir das noch nicht gemacht haben. Brauchen wir verbesserte Leistung? Toter Dinosaurier? Warum? Weshalb? Warum ist der gestorben? Warum ist Jürgen tot? Und wieso ist auch Jürgen? Unterwegs, um Produkt abzuholen. Warum ist der tot? Ich weiß es nicht. So, wir brauchen natürlich noch. Wir lassen die Velociraptoren einfach hier drinnen. Ne? Und werden dann extra noch Dinos für sie bereitlegen. Haben wir bessere Zäune bereits? Zäune. Elektrozaun. Ersetzen ein. Haben wir jetzt hier überall Zäune? Okay. So, Meister Kampfsiege 2. Beginne Produkttransport. Ich weiß ja nicht. Vielleicht hat er sich einfach gedacht, ich töte den. Keine Ahnung. Übrigens, ja, wobei Bestand haben wir viel. Vielleicht war sozial einfach Kacke. Keine Ahnung. So, lassen wir den frei. Damit er sich wohlfühlt, lassen wir den frei. Wir werden den natürlich noch was zu essen bereitlegen, ist ja ganz klar, ne, hier. So, da krieg ich auch was zu essen, bitteschön. Ich brauche auf jeden Fall noch einen Weg hinein, falls etwas schief läuft. Und dann helfen wir ihnen zu siegen, indem wir Struthiosaurus hier reintun. Ganz Ich habe einfach. soeben gehört, dass Sie unsere Vorgaben bezüglich der Dinosaurierzahl erfüllt haben. So macht man sich hier einen Namen. Dankeschön, Dankeschön. Also gut gemacht. So, Wissenschaftszentrum kann gebaut werden. Oho. Haben wir hier ordentlich noch Platz. Keine Ahnung, was man damit machen kann. Wir machen es einfach. Ja, Strom ist nur ein bisschen blöd. Wir wollen hier alles schick behalten, ne? Wir machen das mal hier hin. Hier in diese Ecke. So, dann brauchen wir natürlich noch Strom. Das zapfen wir nämlich hier einfach an und dann ist gut. Okay, irgendwo muss aufgefüllt werden. Dann gehen wir hier nämlich entlang, dann sieht das nicht so hässlich aus. Kann das hier nämlich weg. So, und dann gucken wir mal, wo haben wir denn das Problem mit Futter? Vielleicht haben sie sich deswegen gegenseitig angegriffen. Ist schon möglich. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Nee, ich will das Fahrzeug nicht lenken. Aufgabe hinzufügen. Bitte einmal nachfüllen. Bin zur Futterstation unterwegs. Natürlich habt ihr auch keinen Wald und so, ne? Oh, Geborgenheit. Grasland und Wald. Ach du Scheiße. Okay, Moment. Grasland. Und Wald. Ich hoffe, das reicht für euch. Habe ich gar nicht dran gedacht.
Shit. Grasland. Ich muss den Zaun erweitern. Einer ist gerade schon gegen den Zaun gesprungen. So, erweitern wir das Ganze mal. So ein bisschen. Soundeffekt, Kacke. Ich gebe mein Bestes, es euch hübsch zu machen, okay? Alles wird gut. So, dann reißen wir das hier nämlich ein. Oh, oh. Es ist schon zu spät. Wo ist mein scheiß Flugzentrum-Dingenskirchens da? Transportteam. Nein, Betäubungsteam. Nein, ich will hier nicht fliegen. Oh mein Gott, wo sind die Tiere? Die sind schon längst weg. Nein, nicht Transportteam. Aufgabe hinzufügen. Anfrage bestätigt. Wie, du bist schon da hinten? Füge Aufgabe hinzu. Ah, der wollte Wasser. Ja, so will dazu, Freunde, so will dazu. Okay, nehmen wir hier erstmal den Wald ein bisschen weg. Machen natürlich das Grasland wieder dahin. Nehmen dann noch ein bisschen Wasser hier. Hallo, Wasser? Das muss reichen. So, dann brauchen wir Transportteam. Sammle Produkt ein. So, währenddessen Ranger-Team. Bestätige Anfrage für Reparaturtrupp. Transportteam. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. So, hoffen wir, dass das reicht. Ich hoffe es sehr. So, damit die ihren Frust rauslassen können. Geben wir denen ein bisschen den hier. Das werden die hoffentlich dann schaffen. So, ich hoffe, die kämpfen gegen den überhaupt. Wenn die nicht kämpfen, dann ist das ein bisschen blöd. Wir werden erstmal überprüfen, bevor wir neue bauen. So, Zäunchen ist auch repariert. Tor ist offen, warum auch nicht. So, seht ihr? Wasser, die haben alles. Alles easy, kein Problem. Hoffen wir mal, dass die Velociraptoren dieses kleine Mini-Gehege gut finden. Wir werden das erstmal beibehalten. Wir werden auch diesem Gehege noch eine Pflanzenfresserstation hinzufügen, weil wir ja hier beide Parteien züchten werden. So. Geborgenheit 90%. Ah, wegen sozial. Dein Kumpel kommt gleich. Da ist dein Kumpel. Siehst du, schon bist du nicht mehr alleine, Dude. Ja, sehr schön. Wir haben Wasser, Grasland gerade noch so. Und die Geborgenheit steigt. Perfekt. Und jetzt kümmert euch um den Struthiosaurus. Ich möchte Siege haben. Puh, okay. Das Problem hätten wir gelöst. Ich brauche einen neuen Auftrag. Das ging schnell. Ich würde Ihnen stark empfehlen, diesen Auftrag anzunehmen. 10 Minuten lang kein Stromausfall, das kriege ich hin. Jeder möchte eine verlässliche Stromversorgung. Ja, der wird doch eh aufgefressen, oder? Den muss ich ja nicht entfernen. Das war kein Kampf. Wir brauchen einen Kampf. Wie wär's mit dem Dracorex? Der kämpft doch bestimmt gut. So, Forschungen. Weiter, weiter, weiter. Niemals aufhören. Oh, hat das nicht 2 Mille gekostet? Ach, stimmt. Kann ich ja easy leisten. So, bessere Schützen. Ah, das kann ich ja gar nicht. Ich muss ja erstmal warten. Aber wir kommen zurecht, Freunde. Wir kommen zurecht. So, wir haben den Art Dingenskirchens. Extrahieren.
So, keine Stromausfälle, perfekt. Das kriegen wir doch hin. So, ich würde jetzt mal kurz gucken. Wir haben doch hier Aufträge, Missionen. Beschaffen Sie 50% des folgenden Genoms, Edmontosaurus. Habe ich das noch nicht? Edmontosaurus. Ja, hier. Ab nach Kanada mit euch. Ein Dinosaurier ist fertig. Nice. Die Leiche wird nicht weggeschafft. Schade. Okay, ich brauche mein. Ein ACU-Zentrum, Helikopter. Ich will die nicht fliegen. Wieso bin ich so blöd, Freunde? Wieso bin ich so blöd? Kann mir das einer verraten? Schreibt es mir in die Kommentare, ob ich blöd bin. Jetzt die Leiche weg oder was? Ne. Achso, ich muss Transportteam nehmen, ne? Transportteam, Leiche bezogen. Produkt wird eingesammelt. So. Wo da muss aufgefüllt werden? Boah. Oh. Na gut. Wieso? Ich will diese Option für immer entfernen. So, einmal nachfüllen. Wie ist endlich der Stand der Dinge hier? Ho, 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 ho. Das sieht ja richtig gut aus bei uns. So. Zwei Tote? Ah, wegen Altersschwäche. Jetzt ergibt das Sinn. Zur Produktabholung erhalten. Ich muss auf die Altersschwäche achten. Alter 31, Lebenserwartung ist noch gut. Alter 34, Lebenserwartung ist auch noch gut. 22, die sind doch alle gut drauf, ey. 12 ist der erst. 12. Dann geht's doch allen gut. Keine Ahnung, was da mit denen los ist. Das war anscheinend auch kein Kampf. Produkt muss eingesammelt werden. Mit wem könnten die denn kämpfen? Wer der hier ist? Ach, ein Triceratops. Der wird ja wohl standhalten gegen die, oder? Ich muss mal zugucken bei dem Kampf das nächste Mal. Bestimmt verdammt interessant. Aber gut, was machen wir mit dem Wissenschaftszentrum? Hören Sie, mir ist es egal, wie viele Gebäude wir haben, aber ich habe gelernt, dass weniger nie mehr ist. Hä? Mehr ist mehr. Also bauen Sie mehr, okay? Es gibt drei abteilungsspezifische Betriebsgebäude: Wissenschaftszentrum, Innovationszentrum und Sicherheitszentrum. Besucherzentren generieren basierend auf ihrem Ruf bei der jeweiligen Abteilung Einnahmen. Sie können mehrere Besucherzentren desselben Typs bauen, um zusätzliches Einkommen zu generieren. Ah, das machst du, Kollege. Was haben wir hier eigentlich noch für Sachen? Keine. So, euch geht's gut. Ich werde euch erst rüber transportieren, wenn es wirklich Sinn macht. So, Edmontosaurus. Ui. Ich habe doch schon über 50% vom Edmontosaurus. Wollt ihr mich verarschen? Beschaffen Sie 50% des folgenden Genoms, Edmontosaurus. Beschaffen Sie 50% des, damit wir fortfahren können. Die Mission schlägt fehl, wenn der Dinosaurier stirbt, der für diese Benö. Ach so, Mission starten. Lol. Schön, Sie dabei zu haben. Wie Sie sich vorstellen können, suchen die Tiere in den verschiedenen Einrichtungen ständig nach Schwächen in unseren Sicherheitssystemen. Sie sind viel klüger und hinterlistiger, als die Leute denken. Aber ich weiß genau, wozu sie fähig sind. Deswegen teste und evaluiere ich ständig unsere Sicherheitsprotokolle und Absperrungen.
Und hier kommen Sie ins Spiel. Ich muss diesem Lampert recht geben. Er sieht diese Tiere als Gelegenheit an, aber auch als Bedrohung. Möge der Kampf beginnen. Sie müssen für mich ein paar Dinos ausbrüten, schlüpfen lassen, sie unterbringen und sicherstellen, dass die ACU auf der Insel präsent ist. Das ist die erste Projektphase. Legen Sie los. Okay. Als nächstes müssen Sie das Tier in einem Hammond-Entwicklungslabor ausbrüten, ehe Sie es freilassen und in einem Gehege unterbringen können. Sorgen Sie außerdem dafür, dass die ACU auf dieser Insel präsent ist. Ist sie. Forschung abgeschlossen. Ein Schienenbahn. Werdet ihr jetzt kämpfen? Werdet ihr es tun? Ganz schön big. Er schreit schon mal um Hilfe, keine Ahnung. Vielleicht hat er Angst vor ihm. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die jetzt gerade kommunizieren. Um ihn anzugreifen. Wo ist der zweite Kollege? Am Wasser. Weil die brauchen ein Team wahrscheinlich. Wahrscheinlich wartet er auf seinen Kollegen. Streift umher. Alter, guckt ihn doch offensichtlich an. Wahrscheinlich muss der erstmal warten, bis sein Essen fertig ist. Ja. Action, Baby, Action. Ich kann die Kamera nicht näher heranzoomen. Vielleicht hätte ich einen züchten sollen, der nicht brutal ist. Keine Ahnung. Ernsthaft? Ihr habt euch doch schon angeschrien. Ich werde den Moment verpassen. Ich weiß es jetzt schon. Mal gucken, ob sie ihn angreifen. Wenn er stirbt, starte ich die Mission einfach neu. Was soll's? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Horde hier die einfach in Ruhe lässt. Okay. Die nächste Phase klingt etwas verrückt. Das ist sie auch. Wir werden einen Dinosaurier ermutigen, die Eindämmung zu durchbrechen. Dann reagieren wir darauf und sehen, ob unsere Abläufe und unser Personal der Aufgabe gewachsen sind. Ja, jetzt würde ich gerne wieder zurücknehmen, was ich gerade über den Typen gesagt habe. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich brauche mein ACU-Zentrum. Der muss betäubt werden. Verstanden. Wolltest du nicht ausbrechen? Wählen Sie das Gehegetor aus, um es zu bedienen. Öffnen Sie das Tor des Geheges oder lassen Sie den Dinosaurier, damit er die Gäste angreift. Wieso soll er die Gäste angreifen? Nein. Du gehst nicht raus. Der geht raus. Ey, die Scheißtür ist offen, Mann! Tschüss. Okay, ich glaube, es gibt ja Erfolg, wenn einer einen Menschen tötet. Deswegen lassen wir es einmal kurz zu. Na komm, töte einen Menschen. Ich will einen Erfolg haben. Oh, Auftrag abgeschlossen. Jedes Sicherheitssystem in unseren Anlagen benötigt Strom. Ich will mir gar nicht vorstellen, was ohne Strom passieren würde. Das war gute Arbeit bei dem Auftrag. Mit T. Ah. Okay, wir haben einen Flüchtigen.
Zeit für Finden und Binden. Wir verwenden nicht tödliche Waffen, aber denken Sie daran, der Dino weiß nicht, dass das eine Übung ist. Also seien Sie vorsichtig. Mit dir kann ich den Helikopter direkt rufen. Sicherheitsleute den Drill brauchen. Aber so würde ich das beim besten Willen nicht machen. Jetzt töte endlich irgendeinen Menschen. Wenn Sie damit haben, wie wir für Ihre Sicherheit sorgen, können wir gerne darüber reden, Doktor. Später. Im Moment haben wir zu tun. Der läuft nur rum und macht nichts. Der ist voll langweilig. Sonst Menschen töten, damit ich einen scheiß Erfolg kriege. Der rennt bestimmt einen von dem hinterher. Go, ja, schnapp sie dir. Schnapp sie dir. Soll ich euch erst einsperren oder was? Er hat ihn umgerannt, aber sonst weiter nichts. Ich habe auch keinen Erfolg oder so bekommen. Ist er jetzt tot? Kein Problem. Aber gut zu wissen, dass ich nur auf T drücken muss. Jetzt muss ich nur noch wissen. Geschäfte sind oft nicht sauber oder einfach, aber immer notwendig. Also sehen Sie sich diesen Auftrag an. Sie sollten ein Expeditionszentrum mit Grabungstempo verbessern, ne? Küchen. Keine Ahnung, ob das jetzt durch die Taste F ausgelöst worden ist. Aber ich teste gerade die Tasten. Ja, da komme ich darauf, okay. Na gut, Hauptsache T funktioniert, der Rest ist jetzt nicht so wichtig. Was ich noch geil finden würde, ist halt wirklich hier die Autos. Das würde ich auch noch toll finden, wenn ich die irgendwie bedienen könnte. Jetzt betäubt den Sack doch endlich. Geht doch. Er ist auf zwei Menschen drauf gefallen. Transportieren Sie den betäubten Dinosaurier in ein sicheres Gehege. Unterwegs. Sehr schön. Das hätten wir abgeschlossen. Mehr müssen wir auch nicht tun. Dir geht's ganz gut, oder? Wie sieht's bei dir aus? 74. Dich sollten wir verkaufen. Ich muss ja gar nicht mehr drauf drücken. Ich kann jetzt T drücken. Aufgabe hinzufügen. Betäuben. So. Wachen die irgendwann von alleine auf? Ich hoffe schon. Okay, dann bauen wir jetzt nochmal einen ordentlichen Fleischfresser, der sich vielleicht mit den Dingen anlegen möchte. Vielleicht einen Dilophosaurus. Und gleichzeitig bauen wir dann ein Kerato, hast du nicht gesehen. Der wird zwar gewinnen, aber wer weiß. Man kann ja mal gucken. Achso, habe ich noch keine Dilophosaurusse. Das Gehege ist jetzt natürlich komplett leer. Aber weißt du was, Transportteam. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Hole Produkt ab. Das passt schon. Können wir das direkt wenigstens einleiten und sie da einführen. Dann kann ich die anderen auch da reintun. Ganz ehrlich, das Gehege ist leer. Was soll denn das? Aber gut, Freunde, ich würde sagen, in der nächsten Folge kümmern wir uns darum, dass der vielleicht endlich mal seine Kämpfe macht. Und wir müssen noch auf das Expeditionszentrum zugreifen. Nee, das ist das Forschungszentrum, ne? Wo ist das? Da. Produkt in der Luft. Grabungstempo. Diesen Auftrag haben wir eingesagt. Dafür müssen wir uns bei Ihnen bedanken. Bitteschön. Und wie funktionell das ist, das sehen wir in der nächsten Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.